Hallo YouTube-Welt, herzlich willkommen zu Myself zockt heute Civ 5, eine brandneue Welt sind wir am kreieren mit dem schwedischen Reichsschutz zum 26. Mal darum. Ich zocke dort weiter, wo ich als letztes aufgehört habe. Ja, und das war in der nächsten Runde, weil in der nächsten Runde wird ganz viel passieren. Zum Beispiel wird Telekommunikation entdeckt, ich kann den CN Tower dann bauen, ein Atom-U-Boot und den Luftschutzbunker. Gleich habe ich auch meine Atombombe hier, wo ich dann wird hier auf Ulundi schiessen. Oder soll ich sie aufbewahren für London? Ich glaube eher weniger, ich glaube Ulundi wird müssen daran glauben. Und zwar einfach, weil ich es mit den Zulus momentan nicht so habe, sie mit mir noch viel weniger. Jetzt warte ich einfach, bis die Runde hier endlich mal vorbei ist. Je ausgefeilter unsere Kommunikationsmittel sind, desto weniger kommunizieren wir. Das ist es so. Absolut. Dem stimme ich 1:1 bei. Was ist das da? Gegen Verwundete eine Sichtweite, Geräte, ja, nein, du machst mir voll einen auf Schock da. Ich glaube aber, ich brauche dich gar nicht dort aussen, aber ich nehme dich gleich dort raus. Und zwar fährst du mir da mal auf Laventa. Und der Thomas Edison, der wartet, bis er den CN Tower kann machen kann. Dann der Zerstörer kommt in die Linie rein. Genau, und tut da auch mal schnell ein Nickerchen machen, der, wie der Bomber auch. Dann haben wir ja hier nochmal einen Panzer, wo wir da können überschiffen. Das machen wir auch gerade. Die Bazooka kommt auch mit für, wie auch die Raketenartillerie und auch nein, die Infanterie nicht, weil zuerst wollte ich hier mal ein bisschen schiessen. Und mit dir. Mist. Mal, ich komme hier hin. Das ist gut. Dann kann ich mit dir nämlich hier auch noch schiessen. Und mit dir. Warten wir schnell. Du könntest doch eins führen und. Ja. Yeah. Und wir gehen hier mal schauen, was es hat. Ich habe hier noch mehr Infanteristen. He? Mit denen gehen wir hier durch. Ja, du bleibst mir aber, glaube ich, hier, bis die Panzer kommen. Der Marine, Wuscher. Der geht außen rum. Der Bomber bleibt. Subot und da das alles Schiffli-Zeugs bleibt. Mit dir warten wir, habe ich gesagt. Du kommst hier runter. Ja, du bleibst und du bleibst auch. Weil dann haben wir nämlich nur noch den Edison, der irgendetwas machen will. Was heisst denn das? Man kann nichts gestohlen werden. Ah ja. Weil wir sie bei der Forschung absolut in den Schatten stellen. Dann schauen wir doch gerade mal schnell in die Demografie rein. Was bedeutet das? Wir sehen einiges, jawohl, einiges voraus. Auch bei der Zustimmung der Soldaten nicht. Da ist das Bettchen weiter vorne, aber ja, nicht gerade wirklich viel. Sonst sind wir eigentlich relativ gut drin. Das ist super. Ein Spion wurde rekrutiert. Dich schicken wir doch gerade mal schnell auf. Was ist das da? Sehe ich das noch? Nein, okay, abbrechen, schließen. Ich muss da schnell schauen, wo ich dich hinschicke. Kohakia. Ja, auf Kohakia ist eigentlich schon klar. Kohakia. Ich wollte Kohakia wieder bei mir haben, weil das reimt sich so schön. Aha, ich muss ja da zuerst noch mal bewegen. Und dann Kohakia. Du bist am Abwehren. Du bist aber schlecht am Abwehren, weil der letzte Zulu hat mir ja irgendwie etwas gestohlen. Wahlmanipulation in Manila, das ist doch gut, das lassen wir. Wenn ich von York nichts kann klauen kann, dann schaue ich doch noch, welche Stadt können wir noch. Monaco. Colombo, Lhasa. Nein, ich wäre eigentlich für Monaco. Ja. Monaco. Gehen wir da mal schnell reinschauen. Ja, da ist nichts. Oh, was bist du dort am Bauen? Was bist du dort am Bauen? Ansicht.
Was um Himmel? Nationales Besucherzentrum? Aha, okay. Okay. Gut, bewegst dich aber jetzt gleich mal schnell auf. Wo haben wir es? Mailand oder Monaco, habe ich gesagt. Gehst du auf Monaco. Gut, also, da haben wir das auch gesehen. Da Wettingen ist auch wieder gewachsen. Das ist super. Was gibst mir du das als Nahrung? Könnten wir aber auch hier in Künstlergilde tun. Dann will ich zuerst nur Wettingen ist gewachsen, oder? Mailand will, dass Monaco schikaniert wird, das ist mir aber gleich. Dann produzieren wir in Stockbaden bitte den CN Tower. Das ist ein nationales Wunder. Aha, okay. Dann kannst du nämlich Edison, du das gerade mal schnell fertigstellen. Und wir gehen richtig. Ja, in welche Richtung gehen wir denn? XCOM! Jupp. Wir gehen richtig XCOM. Jetzt kann ich hier noch Archäologie wählen. Das ist ja schön. Was gibt es mir? Gegründet vom Elmer-Team. Mittelalter. Oh, sehr schön. Artefakt Schweden. Artefakt plus Kunstwerk platziert. Von Elmer-Team. Ich glaube, ich nehme das. Aus dem Mittelalter ist ja nicht so. Ja, gut, ich könnte auch ein Wahrzeichen. Ja, aber Mittelalter, das lohnt sich nicht. Komm, ich mach den Artefakt. Dann haben wir den mal auf sicher. Und jetzt brauche ich aber hier meinen Bautrupp, wo da bitte das hier wieder richtig bewirtschaften. Und dann schauen wir, was Zulus zu bieten haben. Eigentlich nichts, hä? 我的朋友，你认为这个要求能接受吗？Öl wollte ich aber eigentlich nicht von dir. Nein. Wirklich nicht. Ich habe genügend Öl. Aluminium habe ich eigentlich auch genug. Wie wäre es, wenn du mir anstatt 2 gibst mir doch 8 Gold pro Runde für die Wahl? Nicht. Also 7. Willst du auch nicht? 6? Ja, ich schlage absichtlich so Zeugs vor. Also 4, aber das letzte, hä? Also komm, gibst du mir eine Botschaft dazu? Also, ich gebe das ja auch. Ja, dann, Pech. Dann schau doch selber, wie du zu deiner Zufriedenheit kommst. Wieso baust du mir eigentlich dort? Ah, ich will ja Marionette haben. Okay. Ja, I see. Du tust schnell heilen hier. Das finde ich aber nicht so toll. Ich will, dass du schnell stirbst. Jö. Super. Wir haben wieder einen feurigen Frachter, der unterwegs war vorhin in Shanghai und mir ein bisschen Geld gegeben hat. Das Geld werde ich aber auch wieder brauchen, darum machst du mir das auch gerade nochmal. Dann der Bautrupp baut mir dort bitte das. Dann haben wir einen Infanterist. Okay. Du kannst aber eigentlich zu Wettingen bleiben, einfach dass wir dort nochmal noch etwas haben. Dann planen wir unseren Feldzug weiter hier vorne, indem wir dich abschiessen zweimal. Dann kommen wir vorne. Nicht ganz so weit vorne. Aber mit dem Bomber. Ja, könnte ich eigentlich schnell da das Zeugs wegbomben. Weil das stört nur. Nein, es lenkt nicht einmal in die Reihe. Ja, no, dann lenkt es halt nicht. Dann kommst du halt noch eins führen. Und mit dir, bitteschön.
Und schiessest den jetzt einfach mal weg. Den wollte ich nicht haben. Hätte ich eigentlich vorher sollen machen. Aber, ja, eben. Mir lehrt zwischendurch einmal etwas. Warte schnell. Nein, wieso läufst du jetzt dort durch? Das war jetzt eigentlich nicht der Sinn und Zweck von dieser ganzen Geschichte. Jetzt musst du hier wieder runter. Hm. Mit dir komme ich hier führen, voll ab Front. Der Montgomery ist nämlich am richtigen Ort dort. So, Ulundi nehmen wir jetzt gerade ein. Aber die Stockbaden bauen wir noch. Was fehlt? Wo fehlt noch? Hotel. Alles, okay. Also hier habe ich sicher ein Hotel. Was ist die Recyclinganlage? Ja, weil Kultur habe ich ja eigentlich sonst nie. Ich mache mal zuerst die Polizeiwache. Vielleicht bringt mir das dann mal etwas gegen den ganzen Diebstahl. Also, Hunde bauen wir in Wettingen das erste Recycling-Teil und Stockbaden ist ja gewachsen. Hallo, hallo. Das da gibst mir. Aha. Das würdest du auch brauchen. Jawohl, damit das in einer Runde fertig wäre. Dann machen wir doch das. Komm. Du wachst ja in zwei Runden gerade wieder. Und was, Wettingen hast du auch gewachsen? Ah, dann tun wir doch hier auch gleich mal reinschauen. Was hast denn du mir da gegeben? Nahrung, das finde ich ist okay. Und was ist noch gewachsen? Sind alle meine Städte gewachsen? Das ist ja cool. Das ist ja sogar sehr cool. Gabensberg auch. Dann tun wir hier aber mal richtig Nahrung setzen, weil hier brauche ich es noch. Habe ich jetzt alle? Nein, Peking habe ich noch nicht, oder? Genau. Da gibt mir das hier wieder. Ich wäre aber eher, wenn schon, denn schon, für. Ein Professor an der Uni. So, jetzt haben wir aber alle anstehende Sitzung. Ja, Weltherrscher wird gewählt. Das ist gut, das schafft er nicht. Das ist gut. Okay, dann haben wir da Val Manila manipuliert, Valletta manipuliert. Ja, sehr gut. Nächste Runde. Schauen wir mal, wie er sich hier wehren will. Ich kann nachher mit 1, 2, 3, 4 angreifen. Nein, aber 5 Gold pro Runde kannst du es haben. Einfach 4 ist das Mindeste. Ja, Putin. Du bist auch ein Putin, du. Oh, ich sehe gerade hier unten, ich werde ja angegriffen von der Stadt. Aber ich habe ja fast keinen Schaden bekommen. Also ist der Angriff nicht wirklich ernst gemeint gewesen. He? Eine Einheit von Valletta. Nice. 7 Runden komme ich in die nächste Politik rüber. Das ist auch nice. Ganz reich um 20%. Ja, ein grosser Künstler ist zu Wettingen gekommen. Sehr gut. Mobile Bodenluftrakete. Schießpulvereinheit. Ja, die setze ich jetzt hier mal auf Brücke und befestige dich. Warte, ich will zuerst Produktion in Stockbaden ankurbeln. Und zwar brauche ich jetzt hier tatsächlich auch so eine Recyclinganlage. Was haben wir noch? Kauf mit Glauben. Ja, grosse Persönlichkeit. Jawohl. Eine Einheit von Valletta, das habe ich gesehen. China hat Zulu denunziert. Ja, ja, ja. Fire. 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 Eis führen. Fire. Und eigentlich hast du nichts zu melden.
Ich komme mit dir auf Ulundi. Nicht, dann komme ich halt mit dir auf Ulundi. Tschüss! Die Stadt tun wir aber, ich glaube gerade. Nein, wir machen zuerst eine Marionette. Wenn es nicht übertreiben, ich habe nur noch 10 Zufriedenheit. Und ja. Ich brauche einen Bautrupp. Aber ich habe auch noch einen. Welcher Infanterist kommt denn jetzt da dran? Aha, du. Aber du bleibst dort drin. Also komm, gib mir den nächsten. Ja, gehst mal lieber hier hin, so zur Sicherheit. Mit dir könnte ich ja mal hier rauf. Du könntest heilen. Du könntest in die Stadt rein. Ah nein, hast du nicht. Warum nicht? Weil die Stadt nicht meine ist, oder was? Dann geh doch hier für in dem Fall. Jetzt habe ich hier noch mehrere Panzer, die ich hier abschicke. Ich habe ja gesehen, dass sich der Herr dort nicht gross kann wehren, aber ich gehe gleich da mal noch schnell in den Wald. Der Bomber. Ich weiss aber nicht, ob ich langsam aber sicher soll Angst haben vor einem Bettli, weil ich jetzt hier recht aggressiv rumwüte. Aber ich könnte ja auch schnell die Stadt angreifen. Oh nein, du wärst einer gewesen für die Einheit. Du wärst der für die Stadt gewesen. Voll falsch gemacht. Ja, no. Ich habe ja noch genügend Flugzeuge. Warte, kommst du eigentlich auch so weit? Nein, du kommst eben nicht so weit. Also, dann lassen wir das. Nein, ist gut, ich will nichts machen. Ist gut, ist gut, ist gut, ist gut. Bleib. Der Infanterist kommt hier auch noch in den Dschungel. Der Panzer. Ja, greift den da mal an. Und ich könnte zwar eigentlich auch Frieden schliessen, weil was will ich da mit der Zitrone? Da hat es Uran gesehen. Kopenhagen hat er zu seiner Hauptstadt gemacht. Ah ja, eine Stadt, die nicht mal deine ist, machst du zur Hauptstadt. So, so. Mal die Stadt, die wollte ich. Die wollte ich. Mhm. Die gehört gleich mehr, nachdem ich da jetzt noch schnell die Einheit modernisiert habe. Dann kannst du ja da eigentlich in den Süden runterkommen. Du irrst eh ein bisschen die Weltgeschichte um und du auch. Aber das macht nichts, ihr dürft euch verirren. Kann ich eigentlich mit dir da angreifen? Wieso mache ich das nicht? De Henri Rousseau? Das grosse Werk oder das goldige Zeitalter für 12 Runden? Na ja, komm, ich mache ein goldiges Zeitalter, das einfach länger soll dauern soll. Du bleibst, jawohl, und wir gehen in die nächste Runde. Would you be interested in a trade agreement? Nein, bin ich nicht. Ich wollte mit dir einfach kein Forschungsabkommen abschliessen. Das ist so eine prinzipielle Frage. Oh, er hat mir tatsächlich eine Einheit gekillt. Ei, ei, ei. Hast du das Gefühl, du seist stark? Ja, das Gefühl lohne ich dir jetzt mal schnell für eine Runde. Neun. Zufriedenheit. Ja, okay. Ah, sehr gut. Beim Verteidigen. Nein, ich nehme noch ein zusätzliches Flugzeug mit und tue dann Panzerplatten rein. Dann kannst du jetzt nämlich mal hier reinkommen. Oh, hohoho, wie weit komme ich mit dir? Atomwaffenmodus. Komme ich mit dir bis da hin? Nein, komme ich nicht. Gut, dann lassen wir dich dort schnell. Dich auch. Und du schiessest.
dich lömer. Mit dir mache ich noch gar nichts, weil zuerst schiesse ich mal auf den, dann komme ich mit dir hier runter. Der Bomber. Schauen wir uns mal, das Maschinengewehr ist schon wieder fast geheilt. Du bist jetzt der mit den Einheiten, oder? Genau. Also dann mach doch du den hier fertig. Dann kann ich mit dir nämlich hier den wirklich fertig machen. Aha. Ja, schicken wir den Montgomery hier rüber. Dich schicken wir hier runter. Dich schicken wir hier runter. Dann haben wir hier noch einen Infanterist, der sich spezialisieren könnte. Und hier runterkommen, jawohl. Der Bautrupp. Geht mir hier schnell das Zeug flicken. Du kommst hier rauf. Du kommst hier rauf. Hier habe ich noch einen Panzer. Da kann ich ja mit dem Panzer hier rüberkommen. Ah, dort hat er noch ein Flugzeug. Was hat er eigentlich dort für ein Flugzeug? Sehe ich das? Ein Weltkriegsbomber. Okay. Ich habe nicht lachen. Weil es ist nicht zum Lachen, wenn so unterentwickelte Zivilisationen. Gang da rein. Nicht wissen, was machen. Eigentlich könnte ich da die Stadt gerade einnehmen. Komm. Kannst du zweimal angreifen? Nein, ah, nein, aber du kannst jetzt wieder eine Retour, das ist ja easy. Ja, dann kommst du hier durch, genau. Dann mit dem komme ich wie weit, bis hier hin. Ich könnte aber auch bis hier hin und dann schiessen. Oder? Jawohl. Und jetzt habe ich natürlich keinen mehr, ich tapp. Ja, macht nichts, macht nichts. So, oh nein, da ist ein Fluss. Ah, egal. Der Bomber schläft eine Runde. Mit dem Marine komme ich hier hin. Ja, das ist jetzt eben schade, he? Dass ich einen Infanterist versaut habe. Ich könnte ein Stadion machen, aber ich mache jetzt zuerst mal noch ein Hotel. Das habe ich sicher in Gebensburg auch noch nicht gemacht, darum mache ich das hier jetzt auch noch rasch. Stockbaden ist komischerweise schon wieder gewachsen. Jetzt geht es 13 Runden, bis du wieder wachst. Ausser ich tue dich. Kultur geht aber leider nicht mehr. Ich kann nicht mehr, auf Kultur machen. Ja, dann tu doch, komm. Das ist okay. Machen wir das. Nein, machen wir nicht. Wir nehmen das. Genau. Dann habe ich das gesehen. Eure Stadt wird religiös. Sehr gut. Den Panzer haben wir verloren. Das haben wir gesehen. Ja. Wehr dich, mein Junge. Wehr dich. Gunlovu. Wird es nicht mehr lang geben. Behaupte ich jetzt einmal. Und das behaupte ich mit gutem Gewissen. Die Atombombe bleibt mir mal dort hocken. Den Flugzeugträger brauche ich eigentlich eher hier hin. Du bleibst, du schiessest, du bleibst, du kommst. Ja. Voll ins Gefecht rein.
Mit wem nehmen wir die Stadt ein? Warte, ich habe doch hier zuerst noch einen Bomber, den ich könnte. Du bist der für die Landeinheiten, das ist gut. Dann heilst du mir aber. Du könntest aber doch noch. Ja, ja, das überlebst du locker gut. Mit wem nehmen wir jetzt die Stadt ein? Ich glaube mit dir. So. 202 plündert. Stadtansicht. Ja. Eigentlich würde ich diese Stadt gerne vernichten. Weil ich brauche die Stadt nicht. Ja, komm. Die Stadt wird vernichtet. Dann haben wir hier ein Schlachtschiff, wo wir gegen Marine aufrüsten. Und dann noch ein bisschen ins Zeug hineinsetzen. Dann kannst du hier ja, mal vorkommen. Mit dem Panzer gehen wir auch. Und mit dir kommen wir auch richtig die letzte Stadt, von, die ich noch muss haben oder will haben. Da noch schnell drei kostspieliger Angriff. So, so. Mit dir bleibe ich. Wieso habe ich da Stellwachsen und eine viel mehr Geschwindigkeit, wenn im Recht Unzufriedenheit herrscht? Wieso habe ich 7 Unzufriedenheit? Ah, weil ich zu viele Städte habe. He? Ich beherrsche zu viele Städte. Okay. Dann lösen wir dich jetzt hier auf. Um brauche dich gerade momentan nicht. Dich werde ich aber nicht auflösen. Du gehst einfach langsam vorwärts. So da. Aber dich könnte ich auflösen. Und dich wollte ich eigentlich aber behalten. Die setzen wir hier voll ab Front. Dann kannst du auch da hin. Du kannst da meinetwegen auf den Hogger raufkommen. Warte, aber da kann ich ja noch etwas machen. Was bist du da auf dem Hogger oben? Schon, gell? Machen wir das also so in dem Fall. Und dich bringe ich sicher auch da hoch. Kannst du noch schiessen? Dann schiess doch. Dann habe ich hier noch einen Panzer, der zuerst mal vielleicht heilen sollte. Chinesische Spionage. Ich verlange einfach, dass du mich nicht mehr ausspionierst. Das ist schon okay. Monaco. Ja. Pech, hä? Ich sollte etwas haben, wo mir Geld gibt. Zum Beispiel so eine Recyclinganlage. Ja, schauen wir noch einmal schnell, wie wir kulturell drin sind. 76, 73, 77, ja, mit Engländern, da muss ich unbedingt wieder einen grossen Musiker haben. Dass ich dort weiterkomme. Ich hoffe, ein langes Beispiel. Verstärkung und Tapferkeit geringer Anführer, wie ich es einer bin, dienen werdet. Hm. Da sehen wir wieder, wo das Bettchen in der Hierarchie steht von dieser Welt, nämlich weit unter mir, ganz klar. Ah, der grosse Musiker kommt ja schon gleich, sehr gut, sehr gut. So lässt sich es doch spielen, hä? Manila ist in Ehrfurcht von euch, das geht wieder ein bisschen Nahrung, sehr gut. Wobei nützt mir momentan nichts, weil ich unzufrieden bin, und zwar recht heftig, aber mit 23 Wunder werden die dann sicher früher oder später wieder fröhlich sein. Dann nehmen wir jetzt hier noch die Stadt schnell ein und... Eigentlich wollte ich die Stadt gar nicht. Ganz ehrlich gesagt. Schau, machen wir es anders. Kopenhagen. Friedensverhandlung. Gib mir
220 Gold. Kolum. Der Trüffel plus noch 2 Gold pro Runde, das ist okay. Botschaft, Uran, Aluminium. Du kannst dafür von mir Botschaft haben. Oma und Pigelena. Genau. Hä? Dann können wir noch mehr handeln. Kolum. Nein, ist okay, komm. Lassen wir. Hm? Dann haben wir nämlich nur noch eine Zufriedenheit. Unzufriedenheit. Das ist gut. Ja. Einheitsbeförderung. Machen wir da mal einen auf Deckung und setzen wir dich in Stellung. Dann könnte ich eben da. Nein, da, nein. Du bleibst einfach dort, du bleibst einfach dort. Du kommst da raus und bleibst mal da. Dich setzen wir in die Stadt zurück, Vercingetorix. Dann heilst du mir eine Runde. Und mit der Raketenartillerie gehen wir wieder zurück Richtung Wettingen. Dauert ja doch genug lang, bis du dort bist. Und ich will dort auch safe sein. Ah, du gehst übers Wasser. Ein Vollidiot. Weißt du was, dich lösen wir auf, weil du bringst mir gar nichts. Ja. Den Flugzeugträger, den tun wir hier hinten hin schicken. Und dann bleibst du mal dort. Der Panzer bleibt auch dort. Der Infanterist auch, der auch. Du hast zuerst mal noch, bis du irgendwie etwas machst. Dann lassen wir das U-Boot dort und das auch. Den Bomber kann man auch noch etwas heilen. Und wir können eine Produktion wählen. In baust du ein Gerichtsgebäude, wobei die Stadt wird ja vernichtet sein in 5 Runden. Und von dem her gesehen geht es hier auch noch 5 Runden. Da könnte ich, aber will ich nicht. Nein, im Gegenteil, ich will es hier sein lassen und dir viel, viel mal Danke sagen, dass du das wieder mal geschaut hast und mich unterstützt in dieser ganzen Geschichte, wie wir hier die Weltherrschaft können an uns reissen. In dem Sinn, ja, ich bin mich selber. Salut!